Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Check. Seht ihr das? Vom Ligavo 3050012. Damit wollen wir jetzt meinen Laptop mal auf den Bildschirm machen. Ich habe das hier schon mal vorbereitet, weil ich ja gerade das andere noch getestet hatte. So, ihr seht jetzt nichts. Oh, das wird jetzt aber stromkabelmäßig was knapp. Das wird jetzt... Oh, aber müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier hinkriegen. Ich habe gerade eine Idee. Ich müsste dann eigentlich nur das hier... Passt das denn so? Das wird jetzt alles ein bisschen eng her. Hoppala. Ich habe das jetzt so angeschlossen, seht ihr das? So. Und jetzt schließe ich hier auf der Rückseite den VGA-Anschluss an. Hier habt ihr gerade gesehen, das ist wohl neu mit dem Ligavo-Bild. Da muss ich mich auf jeden Fall mal schlau machen. Das will ich haben. Also ob das jetzt bei allen Geräten so standardmäßig ist oder ob das jetzt neu ist. Oder machen wir das? Habe ich noch einen anderen? Ich habe da noch... Bin doch doof. Ich drehe euch mal. So. Ich bin doch doof. Ich habe doch hier unten auch Strom. Achso, das ist ja für die... Das ist ja für... Für den Verteiler hier. Na, keine Ahnung, kriegen wir schon hin. Ach, Mensch. So. Was? Müsste jetzt gleich auch wieder ein Bild kommen. So. Und jetzt, ich werde euch mal so machen, dass ihr das auch wirklich seht, was ich mache. Ich muss aber mein Mikrofon abmachen, weil dafür reicht der Kabel nicht aus. Ich werde es mal so machen, damit das hier vielleicht so auf dem Tisch liegt, dass ich da ein bisschen... Hoppala. Ja, reicht das? Oh, das reicht doch noch aus, cool. So. Schützen empfohlen. So, jetzt schließe ich den einfach... Reicht doch nicht. Schließe ich den einfach mal hier an. Warte mal. Unten, ja. So. Jetzt habe ich hier den angeschlossen. Und wir sehen gleich am TV... Ach, ist schon da. Okay. Und am TV sehen wir auch gleich was. Ich habe jetzt leider... So. So. Und ihr seht, das sieht jetzt so aus wie an meinem Laptop. Ich habe hier auch gerade eine Sicherheitswarnung gerade, weil AVG gerade irgendwas erkannt hat. Ich habe auch meinen Channel gerade offen. Und jetzt kann ich mit Drücken der Input-Taste... Kann ich jetzt hier sagen, so, jetzt haben wir hier 720p 50 Hertz. Ihr seht, jetzt ist das Bild ideal drin, links, rechts, oben, unten. Wir können jetzt nochmal darauf drücken und dann sind wir beim 1080p 50 Hertz. Wir lassen jetzt mal 720, 60 Hertz haben wir ideal, da ist es richtig schön eingebunden. Die Farben sind jetzt hier am Fernseher sehr kräftig. Ich habe den neuen Fernseher noch nicht eingestellt. Jetzt drücke ich die 3D-Taste. Und wie ihr seht,
Mein Fernseher erkennt sofort, dass es ein 3D-Bild ist. Für euch sieht es jetzt gerade garantiert bestimmt total grausig aus, das Bild. Diese doppelte überlagerte. Da erkennt er jetzt, dass es ein 3D-Bild ist und sagt mir, ey, du musst die 3D-Brille benutzen, weil das ist jetzt hier ein 3D-Bild. Das kann ich momentan nicht machen. Ich kann euch nicht sagen, ob es bei mir auf der Brille jetzt auch 3D rüberkommt, da ich Probleme mit der Infrarotschnittstelle, denke ich mal, meines Fernsehers habe. Der Fernseher macht 3D, die 3D-Brillen habe ich überprüft, aber er funkt halt nicht zum 3D-Brillen, mach mal an. Alle anderen machen es, bloß mein Fernseher nicht. So, jetzt haben wir, können wir nochmal 3D drücken. Und ihr seht, wir haben wieder ein normales Bild. Wir können auch hier On-Off drücken. Müsst ihr kurz warten, ich habe jetzt angemacht. Und hier haben wir jetzt www.ligavo.eu und das Ligavo-Logo oben und unten die drei Punkte und das mit den, ja, so im Halbkreis gemacht. Finde ich sehr schön als Begrüßungsbild. Ist toll, finde ich schön. Ja, und wie ihr seht, es funktioniert. Mein Fernseher ist nur ein bisschen grell eingestellt, aber sonst funktioniert das super. Ist ein bisschen sehr grell so hier eingestellt. Ich muss das mal echt ein bisschen neuer, echt ein bisschen nachholen. Weil grün, das ist ja, also so giftgrün ist es auf meinem PC nicht. So, jetzt können wir das hier abklemmen. Jetzt habe ich hier alles ab. Und ihr seht, no Signal. Jetzt ist das HDMI auch weg. Ja. Jetzt werde ich euch mal so machen, dass ihr mich besser seht. Ja, das war doch soweit zum Ligavo. Ich kann mir so einen Namen mal nicht merken. RGBHV, VGA, to HDMI-Converter, 2D to 3D, Scala. Die Nummer steht auch irgendwo drauf. Da, 30512. Hat super funktioniert. Den werde ich auch zwischendurch noch ab und zu mal testen. Und ein Kumpel von mir will den auch mal testen, wie das bei sich aussieht, ob das funktioniert und ob das alles geht. Da werde ich jetzt die Tage mal zu ihm. Aber er möchte, ich habe auch schon gefragt, ob ich aufnehmen darf, aber er möchte halt nicht, dass ich aufnehme. Er ist ein bisschen kamerascheu. Müssen wir akzeptieren, ist kein Problem. Nicht jeder möchte sich zeigen. Habe ich kein Problem mit. Upala. Und ich hoffe, ihr konntet euch dann mal wieder eine Hilfe sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.